So, ich hoffe, es funktioniert alles. Na dann, herzlich willkommen zurück zu The Witness. Wir sind letztens in diesem komischen Irrgarten stecken geblieben. Und kamen aus diesem Dschungel. Ich werde jetzt nochmal zurück zum Dschungel gehen, da waren nämlich noch ein paar Rätsel übrig. Beziehungsweise, wir können ja mal gucken, was wir sonst noch so für Areale hier auf uns warten. Jetzt, wo wir aus dem Dschungel raus sind. Okay, hier gibt es irgendwie so einen komischen Wald. Man kann immer hier sehen beim Spielstand, wie viel Rätsel man schon gelöst hat. Anscheinend 125 plus 5. Was immer diese plus 5 bedeutet, aber wahrscheinlich so extra Rätsel oder sowas. Es sieht hier jedenfalls immer sehr schön aus. Hast ins Auge gepiekt? Okay, und hier sind wir zurück in der Stadt. In der Stadt waren wir schon mal. Da waren so ein paar Rätsel, die wir irgendwie gar nicht lösen konnten. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist. Hier zum Beispiel. Na, was diese Vierecke da oben machen, wissen wir leider immer noch nicht. Das können wir mittlerweile lösen. Und zwar muss man hier, Also eigentlich kann man immer zwei Farben mit zwei anderen Farben zusammen machen. Hey, Kalbu! Ist besser mit den Schmerzen? Aber bei dreien? Oh Mann. Oder gehen drei hier auch zusammen mit den dreien? Fix nicht. Nee. Hier irgendwas ist hier noch anders. Müssen wir hier durch irgendwas durchgucken oder so? Dass es dann anders aussieht? Ach. Ach Mensch. Gar nicht, woher sowas kommen kann. Oben ohne Bohne. Hey, guten Abend. Ja, das muss man auf eine bestimmte Art und Weise lösen. Ich habe aber nicht rausfinden können, wie. Dr. Google. So ist es ja meistens. Na gut, das ist jedenfalls die Stadt, die uns immer ein bisschen sehr frustrierend zurücklässt. So, über die Brücke können wir nicht. Da macht uns keiner auf. Ich glaube, hier kommen wir zurück zu dem
Zu den Baumhäusern. Kannst du mir einen kurzen Überblick geben, was du schon alles gemacht hast? Ich muss zugeben, dass ich so ein bisschen den Überblick verloren habe. Also wir sind natürlich am Anfang erstmal da raus. Aus dem Anfangsding. Wir haben gelöst dieses komische Farbenhaus, wo man da in diesem Fahrstuhl ist. Wir waren jetzt letztens hier in dieser Dschungelstelle und sind da einen Weg lang gegangen. Insgesamt bin ich bei 125 solved. Generell sind wir so querbeet ein bisschen rumgelaufen. Wir haben das Boot. Wir haben rausgefunden, dass man die irgendwie immer freischalten kann, wenn man von oben auf so ein großes Ding da Zeichen malt. Und da irgendwie dann verschiedene braucht. Kann man das auf zwei Arten und Weisen lösen? Und dann gibt es noch einen zweiten Weg hier. Oder ist es einfach der Weg, wenn man den hier nimmt? Das muss einfach wieder zu. Und toll. Ja, nee, so richtig habe ich den Überblick leider nicht. Hier sind wir einen Weg gegangen, aber es gibt hier noch so viele andere, von daher will ich jetzt hier noch ein paar lösen. Was diese Vierecke machen, weiß ich leider noch nicht. Da fehlt uns irgendwie noch ein anderer. Ein anderes Rätsel. Hier können wir noch lang. Achso, nee, die schwarzen Dinger muss man einsammeln. Nope. Also hier durch geht ja keinesfalls, oder? Also hier lang. Geht nicht, weil wir kommen, oder? Dann haben wir die getrennt, das geht nicht. So rum geht nicht, wenn wir nicht weiterkommen. Und so rum geht nicht, wenn wir nicht wieder nach oben kommen. Das heißt, ich muss am Anfang auf jeden Fall nach oben gehen. Jetzt haben wir die getrennt und können die nicht mehr einsammeln. Das geht natürlich nicht, weil wir die dann trennen. So kommen wir nicht mehr nach unten. So kommen wir auch nicht mehr nach unten. Gott, ich sehe schon, dass ich an dem Rätsel jetzt schon wieder ewig hängen werde. Nee, zum Glück nicht. Ach Gott. Ich glaube, wir haben's.
Wenn sie es nicht mehr hinkriegen, ohne die zu trennen. So. Können wir jetzt trennen? Die müssen immer nur ein Pärchen sein. Ich weiß nicht, was machen wir mit denen, wenn man eine ungerade Anzahl hat? So, auf den Wegen können wir auf jeden Fall viele, viele Rätsel machen. Jetzt haben wir schon 130. Easy. Weit vom Anfangsgebiet. Okay. Wenn wir bei einem Boot sind, kann ich dir auch nochmal die Karte zeigen. Ich habe nur leider wirklich den Überblick verloren. Aber weil mich würde ja auch interessieren, wo die Anfangsgebiete eigentlich sind. Das ist halt echt, aber dieses Spiel, naja, gibt einem halt nichts vor, ne? Das ist ja dann auch irgendwie das Gute. Das sind ja auch eigentlich die Let's Plays, die man dann am liebsten guckt, wo die Leute alle sehr unterschiedliche Wege gehen. Ich. Manchmal scheitere ich einfach daran. Ah. Aber nicht an diesem. Bohne von wegen Rocket Beans? Bist du da häufig gesehener Zuschauer? Ach Gott, ich wollte gerade sagen, jetzt krieg ich es gerade ganz gut hin. Das jetzt wirkt schon. Das hier wirkt schon wieder schwieriger. Von einem kann man auch vier haben, ne? Zählt das? Nee. Kann offensichtlich nicht von einem vier. Ich glaube, von mehreren verschiedenen Farben könnte man mehrere verschiedene haben. Ich muss die Grünen irgendwie von den anderen abgrenzen. Aber ich muss vorher die hier irgendwie voneinander teilen. Aber ich finde es krass, dass manche dieses Spiel anscheinend so sehr lieben. Ich hätte nämlich gedacht,
dass so ein Rätselspiel nicht so spannend ist zum Zugucken, wenn man die Rätsel schon kennt. Oh Gott. Ach, deshalb. Ach, krass. Okay. Ich gucke selbst sehr viel Rocket Beans, guck aber da meistens eher auf YouTube. Und sehr wenig live. Komme ich irgendwie kaum dazu. Gott, das ist jetzt schon wieder so schwierig. Ah. Hierum kann ich nicht, weil die sind ja noch zusammen. Wenn ich aber nach unten gehe, dann kann ich die Grünen nicht mehr von den Lilanen trennen. Links geht nicht, dann kriege ich die Lilanen von denen auch nicht mehr weg. Vielleicht muss man die anderen unterschiedlich trennen. Dass man sowas macht. Ah, okay. Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich mache das bei Dark Souls gerne oder habe das eine Zeit lang gerne gemacht. Das hat mich nämlich auch total geflasht und ich habe mir dann noch einen Haufen Let's Plays oder halt irgendwie Livestreams oder so angeguckt von Leuten, die auch Dark Souls dann zum ersten Mal spielen. Ist ja aber dann trotzdem ein ganz schön unterschiedliches Spiel. Ah, ich hab's, ne? Nein, ich hab's nicht. Stimmt, die sind ja noch zu viert. Okay, aber da kann man ja noch außen rum gehen. War das jetzt so? Genau, und jetzt die noch und zack. Hochmut und so. Oh Gott, da war doch ein ganzer Berg an Rätseln. Na gut, wenn die alle so leicht werden, dann. Ist doch genauso, oder? Hä? Das funktioniert nicht mit den Orang. Ah, okay, die wollen uns was Neues zeigen. Mit den Weißen funktioniert's. Mit den Orangen funktioniert's. Mit den Schwarzen funktioniert's nicht. Okay. Ach, krass.
Erst Bloodborne. Das ist natürlich auch spannend, die Reihenfolge, ne? Ich habe ja wirklich mit Dark Souls 1 angefangen. Weil man ja eigentlich nur sagen könnte, da war ja noch Demon's Souls davor, aber ich habe keine PlayStation. Dementsprechend ist das für mich dann raus. Das funktioniert. Das heißt, die Schwarzen müssen nur von den Schwarzen getrennt werden oder müssen die von den, mit den Weißen zusammen? Ich probiere mal so, ob das geht. Das geht nicht. Das heißt, wir müssen mit weißen Blöcken zusammen sein. Nee, es geht auch nicht. Das ist sehr spannend. Muss der mit zwei weißen Blöcken zusammen sein oder sowas? Warum? Nee. Aber mit vier offensichtlich auch nicht. Nee, aber ich habe deren Let's Play zu Dark Souls auch sehr gerne geguckt. Hab bei Demon's Souls nur so die Zusammenfassung mir irgendwie angeguckt und glaube ich die letzte Folge bei deren Let's Play. Und Bloodborne und Sekiro habe ich beide noch nicht gespielt und ich gucke mir die Sachen dann immer erst an, wenn ich das Spiel selber schon kenne. Das ist ja verrückt. Eine auch nicht. Ja, genau. Das finde ich auch irgendwie echt cool, dass sie, dass so die Rätsel sich das dann quasi irgendwie erklären, ne? Also quasi, du kriegst keine Erklärung, sondern du kriegst dann ein Rätsel, was dir das beibringt, so ungefähr. Habe ich denn von beiden was? Ne, dann meckern alle. Na toll. Hat das jetzt funktioniert? Aber der Stern meckert selber nicht mehr, während der, so, wenn ich so hochgehe, auch meckert, ne? Check's nicht. Also es kann ja irgendwie nicht sein, dass der Stern beide Farben, sag ich jetzt mal, haben muss, weil die ja in jedem Fall dann meckern. Oh Gott.
Probier nochmal andere Sachen. Okay, ein weißes geht nicht. Zwei weiße gehen nicht. Drei weiße gehen nicht. Vier weiße gehen nicht. Das funktioniert, also offensichtlich verschiedene Farben gehen. Muss es einfach nur eine ungerade Anzahl sein, wobei die drei weiße ging auch nicht. Das heißt, bei einem. Das macht er. Aber nur einer geht nicht. Doch. Das heißt, er muss einen kriegen von der Farbe und bildet mit dem ein Pärchen. Ach Gott. Ich sehe gerade. Trotzdem nicht so einfach. Also, der müsste mit dem einen. Wenn er drei kriegt oder wenn er mehr kriegt, ist schon wieder falsch, ne? Ja, er muss genau einen. Ach Mann, ey, schwere Geburt. Nee. So, bei Doppelter müssen die jetzt aber wieder zusammen sein. Nee, dann sind die ja nicht zusammen. Achso, jetzt habe ich aber den grünen noch mit drin. So, wenn ich hier rumgehe, dann kann ich wieder mit dem Stern nicht zusammen sein. Oh Gott. So, Ausgang kann ich mir aussuchen. Zwei Sterne müssen zusammen sein. Oder ist das auch ein Entweder-Oder? Also ich kann bestimmt auch sowas hier machen. Bam! Das war gut. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht.
ist ja. Das geht nicht, das geht nicht. Aber das geht ja genauso wenig. Wie soll ich denn bitte den oberen Stern mit dem unteren Punkt verbinden? Ach, brauche ich nicht. Ich kann ja auch nur die beiden Sterne verbinden. Ach Gott, und die können ja zusammen in einem sein mit dem Grün. Ach Gott, ey. Dieses Spiel schafft, dass man viel zu lange über diese Dinger nachdenkt. Ja, manchmal hat man dann so eine Art von Rätsel halbwegs verstanden und dann kommt man auch halbwegs gut vorwärts. Aber immer direkt das nächste Rätsel wirft einen dann auch gerne nochmal wieder aus der Bahn. So wie das jetzt hier. Okay, ich muss die Farben in jedem Fall voneinander trennen. Dann haben wir es doch schon. Ach, freut mich, dass jemand so enthusiastisch ist bei so einem langsamen Rätselspiel. Hä, aber es sind doch zwei schwarze Klötze, die können doch zusammen. Das check ich jetzt nicht mehr. Also zwei. Die Punkte sind voneinander abgegrenzt und die zwei Sterne gehen dann zusammen. Das ist unten so, das müsste doch oben genauso funktionieren. Wieso geht das jetzt nicht? Das begreife ich gerade nicht. Ah, ich kann es natürlich auch so, wobei, ne, vier geht nicht. Die so zusammennehmen. Problem. Da funktioniert das nur mit der Farbe dann nicht mehr. Ach Gott, ey.
Das ist genau das, was wir gerade schon mal hatten. Will nur mal was testen. Müsste doch auch gehen. Jetzt sind die beiden zufrieden. Das heißt, mit der gleichen Farbe funktioniert das nicht. Also hier würde man zum Beispiel bei einem anderen Rätsel, wenn die Lilien und die Grünen jetzt umgekehrt wären, dann würde das nicht funktionieren. Muss man es auch irgendwie anders trennen, als man es so glauben würde? Also das hier oben muss in jedem Fall getrennt werden. Das hier nicht unbedingt. Die nicht voneinander getrennt. Krieg ich die nicht voneinander getrennt? Ist es das? Nee, der ganz unten links, der Stern. Der hat keinen. Moment. So, wir testen jetzt mal was. Zu meldet sich bei der anderen Xbox an. Es kann halt sein, dass ich kurz rausfliege. Ich hoffe mal nicht. Wir werden es gleich sehen. Hätten wir das denn gerade? Achso, wir hatten den jetzt unten rechts mitgenommen und die da links nicht. Ich glaube, wir haben auch die Dinger hier schon mitgenommen, ne? Jetzt haben wir einen Stern zu viel.
Ach Gott, ich glaube, ich hab's. Ey, diese Dinger, die in diesen Zickzack gehen, die sehe ich nie. Da knobel ich immer ewig dran. Ach so, vier. Ja, vier zu viel. Nee. Nee, 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 nee. Das geht auch nicht, weil weiß und weiß zusammen. Ah. Ey, die Dinger sind ja furchtbar. Oh, die sowohl von unten zu trennen als auch von hier. Wie soll denn das bitte gehen? Weil die muss man nicht zwingend von unten trennen. Müssen wir aber die trennen. Und die müssen wir auch trennen. Oder ich übersehe gerade was. Aber dadurch, dass wir hier nur einen einzelnen haben, können wir nicht einen einzelnen mit dem verbinden. Weil sonst hätten wir wieder einen einzelnen und wir haben keinen weiteren Punkt mehr. Das heißt, die müssen wir in jedem Fall in Zweierpaare aufspalten. Und zwar entweder dann alleine. Oder links dann da mit dem zusammen.
Okay, gehen wir mal taktisch vor. Hier rein geht nicht, würde ich jetzt einmal mal behaupten. Weil wir die da links nicht mehr getrennt. Ah, wobei, müssen sie ja links gar nicht trennen. Wir müssen halt so trennen und wir müssen so trennen. Das Weiße muss von beiden Sternen und von dem Schwarzen abgetrennt werden. Und ich habe noch keine Ahnung, wie das gehen soll. Also so würde man das komplett abtrennen können. Aber jetzt haben wir vier Weiße zusammen. Oder geht es dann, wenn man hier zwei hat, wieder? Nee. Vor allem muss ich so trennen, dass ich noch genug Platz habe, um alles abzutrennen. Ach. Ist hier wieder so ein schräges Ding, was ich wieder nicht sehe. Jetzt haben wir wieder vier zusammen. Schräg ist gut. Paar ist nur wie schräg. Jetzt kommen wir nicht mehr vorbei. Da wir nicht ganz unten vorbei können, sondern nur hier, können wir höchstens einen einsammeln. Dann kriegen wir die aber schon nicht mehr auseinander. Andersrum gefiel mir das gerade besser. Da noch den mitnehmen, dann kommen wir hier nicht mehr rum. Finde ich schon ziemlich gut, aber wir haben noch vier dann immer. So schräg machen können wir die halt nicht mehr voneinander abgrenzen. Und so haben wir wieder die Weißen mit dem zusammen.
Ist an sich gar nicht so schlecht. Wir haben nur oben wieder die Weiß mit dem zusammen. Wir können hier nur beide Linien machen. Haben wir wieder vier. Ein kleines Detail ist verändert. Wenn es aber schon gar nicht so schlecht. Müssten jetzt die Weißen noch auseinanderdröseln. Kann von hier, von der Position aus nach oben. Es muss, wenn ich an der Position bin. Also ich muss an diese Position irgendwann mal kommen, weil ich muss diese Linie ziehen, ich muss diese Linie ziehen. Ich muss aber vorher schon irgendwo eine Grenze gezogen haben. Zum Rand hin. Das hier wäre so schön. So, jetzt bin ich hier rausgeflogen. Sekunde. Hoffe, ich bin gleich wieder drin. Ich bin sogar exakt da. Okay. Ja, wie gesagt, Freundin versucht sich gerade drüben an meiner anderen Xbox mit ihrem Profil einzuloggen, aber ist natürlich erstmal mit kurz mit meinem drin. Da, zwei nach links.
Ach, damit man so genug Platz hat. Ach Gott. Dankeschön. Einmal nicht vorsagen, auch wenn das jetzt nur ein kleiner Tipp war und ich dann sofort drauf gekommen bin. Ich weiß auch ganz ehrlich nicht, warum ich da so lange nicht drauf gekommen bin. Okay, von hier kommt man anscheinend nirgendwo weiter. Ja, first try, ey. Manchmal hakt es einfach nur an irgendeiner bekloppten Stelle. Und sobald man dann denkt, stimmt, ich habe genau dann genug Platz, wenn ich diese blöde Schräge nicht mache, die ich immer gemacht habe, warum auch immer, dann geht's auf einmal, ne? Ja, wie sagt der Spruch, kaum macht man es richtig, schon funktioniert's. Ja. So, dann gucken wir mal, was hier noch für Rätsel übrig sind. Wie gesagt, dieses mit den Vierecken habe ich noch nicht verstanden. Da muss ich, glaube ich, noch an eine andere Stelle. Ich würde auch gerne noch mal zum Anfang gehen. Einfach nur, damit du mir mal zeigen kannst, in welche Richtung ich eigentlich muss. Andererseits ist ja vielleicht auch ganz cool, wenn ich einfach irgendeinen anderen Weg gehe, ne? Okay, ich glaube, hier ist sonst gar nichts mehr. Genau, hier bin ich mit dem Boot angekommen. Na gut, nee, hier ist gar nichts mehr. Ja, ach, ich weiß ja auch nicht. Es ist halt manchmal so und manchmal so. Letztendlich war es nur ein kleiner Tipp. Was völlig legitim ist. Aber der Sieg fühlt sich natürlich jetzt nicht ganz so enthusiastisch an. Ja, ich weiß auch nicht. Umgekehrt wäre es, glaube ich, nicht mehr lang gewesen, bis ich gefragt hätte, ob ich nicht einen kleinen Tipp kriege. Aber wenn du die Rätsel schon kennst, siehst du das dann auf den ersten Blick? Oder denkst du manchmal auch so, ah, ich kenne das Rätsel, aber ich habe gerade keine Ahnung mehr, wie das nochmal ging. Also geht's mir meistens, wenn ich Rätsel sehe, die ich schon kenne. Nee, muss dir nicht leid tun, so schlimm ist es auch wieder nicht. Ja, die Dinger hier habe, das kenne ich noch nicht. Oder heißt zwei einfach, da müssen zwei nebeneinander sein in diesem Feld. Ja. Aber geht sowas hier auch? Es müssen exakt zwei nebeneinander sein in diesem Dreifeld, okay. Aber dann funktioniert das hier ja auch schon nicht. Funktioniert aus tausend Gründen nicht. Hey, Tobe! Willkommen zurück. Schließ den Mediensteller. Ja, klar. Ach, oben ohne Wunder hat mir einen kleinen Tipp gegeben bei einem Rätsel, wo ich ewig hing. Und obwohl es nur ein kleiner Tipp war, aber ich habe es natürlich dann sofort gecheckt. Kann aber auch einfach daran liegen, dass ich hier mega gut spiele. Und ich habe jetzt rausgefunden, wie diese drei Fun Dinger funktionieren. Aber es kann nicht sein, weil die kann ich doch nicht sperren. Was als nächstes bei Epic gibt? Nee, habe ich noch nicht. Was gibt's denn? Weil ich kann noch nicht. Hier eine Linie machen komplett rum.
Ach Gott, Celeste und Inside. Habe ich beides schon. Beides leider noch nicht gespielt. Ja, du spielst es ja nicht nur, weil du es dann hast. Aber Inside steht relativ weit oben auf meiner Liste. Es kann nun aber nicht funktionieren, weil es ist ja dann hier zwar Gessen. Kapiere ich nicht. Oder ist es nur irgendwo in diesem Ding müssen drei einzeln sein, dann sind die zufrieden. Ja. Nee, natürlich, das habe ich gespielt. Ohne Ende. Celeste ist krass. Also, das ist auch ein richtig gutes Spiel. Idris Puzzle. Es kann doch nicht funktionieren, weil dann müsste es ja heißen, dass ich hier ein Zweier-Ding drum mache. Aber ich kann da keinen Dreier mehr draus machen, links. Und selbst angenommen, ich würde hier einen Dreier draus machen, dann ist das hier zu. Und dann geht die Dinger. Okay, also ist doch komplizierter, ja. Ich dachte irgendwie. Na gut. Ja, dann mache ich die vielleicht doch nochmal besser. So. Dann gehe ich hier erstmal nochmal raus. Oder ist es besser, zum Boot zu gehen? Ich hätte jedenfalls an sich gerne mal eine Anleitung, wo der Anfang denn wäre. Ansonsten würde ich jetzt zur Burg gehen. Hier ist nämlich noch so eine Burg. Ach, andererseits ist es vielleicht besser, wenn ich mir selber die Wege suche. Weiß es auch nicht. Sieht ja krass aus hier. I boasted among men that I had known you. They see your pictures in all works of mine. They come and ask me, who is he? I know not how to answer them. I say, indeed, I cannot tell. They blame me, and they go away in scorn. And you sit there, smiling. I put my tales of you into lasting songs. The secret gushes out from my heart. They come and ask me, tell me all your meanings. I know not how to answer them. I say, ah, who knows what they mean? They smile and go away in utter scorn. And you sit there smiling. Rabindranath Tagore, 1910. Pico 8 Version. In 4 Tagen programmiert zu zweit. Okay, krass. Okay, also die Sachen, die gelb sind, die haben dann so dieses Glas irgendwie nicht. Ach so, hier. Ach so, ich muss das jetzt ablaufen. Okay. Oder wäre das der Startpunkt gewesen? Das wäre der Startpunkt gewesen, das seht ihr bestimmt nicht.
Naja. Dann resetten wir das bitte mal. Nee, ich hab Celeste und. Okay, dann funktioniert auch mein Weg nicht. Ich hab Celeste und. In Zeit beides über Xbox Live bekommen. Und dass die beide jetzt bei Epic sind, zeigt nur, dass die Sachen, die da erscheinen, extremst ähnlich sind. Im Grunde bedienen die sich anscheinend so ein bisschen aus derselben Bibliothek. Und bei dem FEZ oder Fest oder wie auch immer. Das habe ich aber bei Steam. Also das habe ich über einen Humble Bundle oder so bekommen. Muss ich mir eigentlich noch da holen. Gott, das ist ja schwierig. Okay, aber eigentlich muss ich nur hier mit dich durchlaufen. Und dann habe ich's. Achso, da kommt man aber nicht durch. Achso, muss ich das erstmal angucken, was es hier so, wo man hier überhaupt lang kann. Irgendwas anderes, was kaputt ist. Okay, hier ist irgendwie kaputt, aber man kann trotzdem drüber. Der Weg hier geht nicht. Es gehen zwei Wege nicht. Es geht hier unten rechts einen nicht. Geht da oben links einer nicht. Der hier müsste das sein, geht nicht. Und der hier geht nicht. Also man könnte hier die zwei schon mal rausnehmen. Dann geht man hier rum. Geht hier runter und geht dann hier weg. Okay. Das war anscheinend falsch. Okay, na, ich muss natürlich hier ganz runter und dann hier hoch und dann raus.
Tada! Oh nein, im nächsten Schritt müssen wir uns die Dinger merken. Ihr macht mit. Ja, das ist jetzt wieder so ein Tetris-Rätsel, die hatte ich noch nicht. Aber Herr Lehrer, das hatten wir noch gar nicht. Okay, einfach einen Sessel hier. Warum nicht? Das L teilen. Kraxeln wir auf diesem komischen Kahn hier rum. Und nu? Ah. Ja, das ist jetzt auch wie so ein Rätsel. Ich habe keine Ahnung, wie es gehen soll. Das machen wir mal anders. Alles klar. Ja, vielen Dank. Gute Nacht. Ich werde noch ein bisschen mich bemühen, dass wir noch ein paar Rätsel wenigstens hier lösen können. Auch wenn ich nichts versprechen kann. Ihr seht ja selbst, wie es hier aussieht. Irgendjemand hat den Kahn nicht vorschriftsgemäß hinterlassen. Oder hat ihn mal eben irgendwo abgestellt und dann so
50 Jahre vergessen. A shipowner was about to send to sea an emigrant ship. He knew that she was old and not well built at the first, that she had seen many seas and climes and often had needed repairs. Doubts had been suggested to him that possibly she was not seaworthy. These doubts preyed upon his mind and made him unhappy. He thought that perhaps he ought to have her thoroughly overhauled and refitted, even though this should put him at great expense. Before the ship sailed, however, he succeeded in overcoming these melancholy reflections. He said to himself that she had gone safely through so many voyages and weathered so many storms that it was idle to suppose she would not come safely home from this trip also. He would put his trust in Providence, which could hardly fail to protect all these unhappy families that were leaving their fatherland to seek for better times elsewhere. Hey, vielen Dank, Fälscher. He would dismiss from his mind all ungenerous suspicions about the honesty of builders and contractors. In such ways, he acquired a sincere and comfortable conviction that his vessel was thoroughly safe and seaworthy. He watched her departure with a light heart and benevolent wishes for the success of the exiles in the strange new home that was to be. And he got his insurance money when she went down in mid-ocean and told no tales. What shall we say of him? Surely this, that he was verily guilty of the death of those families. It is admitted that he did sincerely believe in the soundness of his ship, but the sincerity of his conviction can in no wise help him, because he had no right to believe on such evidence as was before him. He had acquired his belief not by honestly earning it in patient investigation, but by stifling his doubts. And although in the end he may have felt so sure about it that he could not think otherwise, yet inasmuch as he had knowingly and willingly worked himself into that frame of mind, he must be held responsible for it. Witziger William Gedanken, K. Clifford, 1874. Witziger Gedanken. Immer wenn Fälscher was schreibt, ist Tobe auch nicht weit. Da ihr mehr oder weniger beide gleichzeitig im selben Raum seid, müsst ihr verschiedene Personen sein. Also wenn ich auf die mysteriöse Identität des Fälscher Nachforschung anstellen müsste, könnte ich jetzt eine Person zumindest schon mal rausnehmen. Nein, da muss man jetzt sagen, welchen Weg hier irgendwie, welcher Weg irgendwie geht. Okay, welcher Weg geht denn hier? Wo es geht? Also ganz links nach vorne geht schon mal und dann hier rum geht auch. Er kommt uns auf die Schliche. Okay, also der Weg geht, aber er ist anscheinend der falsche. Ach so, weil ich glaube, ich durch das Gras nicht durch darf. Okay, dann begehe ich jetzt hier vorne rechts ab. Nochmal rechts ab, gehe hier im Kreis in der Kuhle. Und gehe dann links hier rum. War mir eigentlich von vornherein sicher, dass es komplizierter sein muss. Einfach nur, weil sie ausschließen wollen, dass jemand durch Zufall auf die Lösung kommt. So wäre zumindest mein Gedankengang.
Okay. Okay, mancher Kies ist irgendwie lose und laut und den dürfen wir anscheinend nicht durchqueren. Okay, da lang geht's nicht. Okay, zweite ganz durch. Dann da drum. Mua, 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 mua. So, worum geht's hier jetzt? Schatten? Man kommt eigentlich überall ein bisschen Schatten ausweichend hin. Da ist kein Weg komplett zu. Blümchen. Die sehen doch alle so gleich aus. Also hier ist irgendwie nichts Spannendes zu sehen in den Dingern. Ach so, ich glaube, die anderen Wege gibt es gar nicht. Also der Weg von ganz links unten nach ganz links oben, den gibt es gar nicht. Nach oben geht's. Geht's generell gar nicht. Also vorne muss ich rechts abbiegen. Und dann kann ich genau mittig nach oben. Dann eins nach oben. Dann rechts. Nach oben. Links, geradeaus. Also so. Bam. So, Blümchen haben wir ja auch schon oft gesehen. Ich werde wahrscheinlich in Zeit nicht demnächst anfangen. Aber kannst ja überlegen, ob du es schon mal spielst. Damit du dann keine Spoiler abkriegst, falls ich es hier spiele. Ich habe aber Metal Gear noch nicht durch. Wenn wir Witness durch haben, dann gibt es erst mal Metal Gear. Was denn Inside? Dass du in
Genau. Dass du das vielleicht schon mal spielst. Also ich werde es, wie gesagt, ich will es nochmal zusammenfassen. Also ich werde es nicht demnächst anfangen. Nur, ich denke mal frühestens in 3, 4 Wochen oder so. Aber wäre vielleicht ganz gut. Muss man die einfach nur alle nachzeichnen? Okay, fangen wir mit dem hier unten an. Ach Gott, ich kann es doch nicht auswählen. Ich dachte, das wird einfach erstmal stehen, wenn wir dann nochmal gucken. Okay, na gut, dann doch auswendig. Also unten ist links so durch. Dann nach oben. Also unten geht so. So, dann links hoch. Limbo habe ich mir damals sogar für Vollpreis gekauft. Was im Nachhinein fast ein bisschen zu teuer war, fand ich für das kurze Spiel. Ich denke, ich habe fast 20 Euro für bezahlt. Ich will jetzt aber auch nichts bereuen, war ein geiles Spiel. Ach, das oben rechts kann man ja nicht mehr sehen. Ach, das glaube ich, da kommen wir jetzt nicht mehr auswendig drauf. Wir machen mal gleich Fotos. Damals noch für die 360. Eins der ganz wenigen Sachen, die ich mir auf der 360 gekauft habe. Ist das unten rechts? Es war halt so die Anfangsphase der Indies, ne? Das war halt echt krass für damalige Zeiten. Echt? Hast du nie durchgespielt? Ich hab's an einem Nachmittag, glaube ich, durchgespielt. Das stimmt allerdings. Limbo in Zeit und Urlaub. Ja, perfekt. Oh, ich habe gestern ja noch den ganzen Tag Anno gezockt. Hey, Anno ist echt ein Spiel, wo ich nicht aufhören kann. Ich hab's dann aber nicht gestreamt, weil ich so nebenbei irgendwie quatschen wollte. Mit zu. Was essen wollte und so. Ich glaube, so zum reinen Zusehen ist es jetzt auch nicht so spannend. Anno ist echt krass. Anno ist echt krass. Ja, die hat ja dann meistens keine Zeit. Also mal so, mal so. Ich
glaube zumindest beim Samstags den anderen Stream war sie auch nicht lange dabei. Aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Moment. Ich muss jetzt hier mein Foto richtig lesen, dass nämlich teilweise die Rätsel waren vorhin andersrum. Nee, irgendwie finde ich es immer ein bisschen schade, wenn ich das dann nicht streame, aber es. Nee. Glaube ich nicht gelohnt. Aber das Krasse ist, dass ich spiele ja immer noch denselben Spielstand. Und nach all der Zeit, ne, 2 Tage mehr oder weniger, kann man die ganze Zeit spielen. Wow! Keep! Okay, wir haben 2 Laser von 8, glaube ich. Nur nach 2 Tagen auf dem Spielstand bin ich noch nicht auf dem maximalen Level angekommen, was so die Entwicklung und was die Leute so haben wollen und so angeht. Das ist schon echt krass. Also so, was die Komplexität angeht und wie viele Sachen man parallel machen muss, das hat ganz extrem zugenommen. Also allein schon, weil du verschiedene Karten hast. Vorher war es ja so, dass du quasi, also bei 14.04, dass du im Grunde, du hattest 2 verschiedene Arten von Inseln. Und du hattest dann vielleicht auf einer großen Karte vielleicht 8 Inseln und hattest dann davon selber 3 oder so. Und da ist es jetzt so, dass du 3 verschiedene Karten hast, wahrscheinlich auf anderen Leveln dann noch mehr. Und auf jeder Karte hatte ich so 3 Inseln. Und du kannst Schiffe eben dann auf so eine Expedition schicken, wo du dann so ein bisschen... Machen wir das? Achso, weil ich hier die noch nicht fertig habe. Da hast du halt dann so ein Roguelite. Das musst du nebenbei noch machen. Und die Quests sind dann jeweils immer für die Karte. Das heißt, du musst dann auch wirklich gucken, dass du parallel auf 3 Karten questest und so. Das ist schon echt krass. Schön mal so zu zocken ganz für sich. Ja, ist so halb. Irgendwie ist es ein bisschen entspannter natürlich. Beziehungsweise habe ich das auch echt schon lange nicht mehr gemacht. Nee, und andererseits, ja, es ist schon witziger noch mit Chat. Ja, Roguelite ist vielleicht auch fast ein bisschen übertrieben. Es ist eigentlich so, dass du schickst ein Schiff los. Dir wurde am Anfang gesagt, was so die Gefahren sind, auf die du dich am ehesten vorbereiten musst. Zum Beispiel wird gesagt, da gibt es Krankheiten und dann wäre es gut, wenn du sowas wie Leinentücher oder Seife oder halt Dinge mitnimmst, die du für Arzneien brauchst. Oder du brauchst... du brauchst wahrscheinlich Diplomatie. Für sowas ist es meistens gut, wenn du irgendwie Bier oder sowas mitnimmst. So, und dann ist es so, dass du dann vor irgendeine Entscheidung gestellt wirst. Also da steht dann, weiß ich nicht, ein Wirbelsturm zieht auf. Was tut ihr? Und dann gibt's halt, weiß ich nicht, irgendwie eins, was irgendwie, wir versuchen... dem Wirbelsturm zu entkommen mit unseren Segelskills oder wir alle unter Deck, wir verbarrikadieren uns und hoffen, dass wir noch da sind, wenn es aufhört. Und das Segelskills, also das Wegsegeln, da hast du dann eine höhere Chance, wenn du viel Navigation hast und bei dem anderen hast du dann eine höhere Chance, wenn du viel Crafting-Materialien bei hast oder einen besonders guten Crafter oder so. Und bei den Optionen werden dann jeweils halt eingeblendet, so diese Option hat eine plus 8% Chance zu klappen, diese Option hat eine plus 12% Chance zu klappen, aufgrund der Sachen, die du dabei hast. Und dann musst du halt entscheiden, was letztendlich dazu führt, dass du immer das nimmst, wo einfach mehr Prozent steht. Ne? Aber ist doch immer ganz cool und die haben dann quasi so einen Health-Balken, das ist die Moral, dein Schiff. Und wenn es dann auf 0 geht, dann ist es quasi verloren. Und du kannst zwischendurch immer sagen, wir segeln weiter oder wir kehren um.
Ach, das ist jetzt das Tutorial für diese Dinger. Das geht nicht, weil wir brauchen ein Viereck. Okay, ist eingebaut. Gelockt. Das geht nicht, weil wir brauchen ein Viereck. Das geht nicht. Das geht. Ja, generell muss ich sagen, ist Anno... Wie gesagt, man muss das Anno-Spielprinzip mögen. Sonst macht es keinen Sinn. Weil es ist natürlich weiterhin ein klassisches Anno. Es ist aber richtig gut. Also es macht wirklich, wirklich viel Spaß. Dadurch, dass du halt jetzt nicht nur dieses... Früher hatte ich es eben so, dass ich am Anfang dann schon mal, weiß ich nicht, ganz viele Häfen irgendwie hingestellt habe, weil dann hat man schon mal welche. Und jetzt muss man sich dann halt echt Gedanken machen. Gilt das? Ist ja doch eigentlich, ne? Und jetzt muss man sich halt mit dieser Workforce halt echt Gedanken machen, dass man dann sagt, okay, wenn ich jetzt viel Fischer habe, dann ist aber so viel schon mal irgendwie verplant. Und wenn ich die nächste Evolutionsstufe sozusagen erreicht habe, dann kann ich die nicht alle zu Arbeitern machen. Sondern ich muss so und so viel Fischer dann irgendwie noch beibehalten. Okay, also die kann man auch aneinander dotzen. Aha. Geht das trotzdem? Ja, okay. Das ist ja krass. Ja, und das wird dann halt immer krasser, weil du hast dann... Ah, okay, weil die jetzt getrennt sind, geht's nicht. Weil du hast dann sowas wie, weiß ich nicht, du baust eine große Fabrik. Und die große Fabrik kostet dich dann 150 Arbeiter auf einen Schlag. Und dann sind es halt auch so Sachen, wie lege ich die zwischendurch vielleicht mal still, weil ich irgendwas anderes machen will. Und da muss ich aber dran denken, wenn ich die wieder aktiviere und... Also da sind ganz schön viele so Effekte, die dadurch irgendwie auftreten. Na, du kannst ja jedes Gebäude immer pausieren. Nö, die sind da nicht sauer, die haben ja dann nichts zu tun. Die kriegen ja dann immer noch Kohle. Soll denn das gehen? Die müssen übereinander sein. Das heißt, ich habe dann eigentlich nur ein Sechseck übereinander. Das Doofe ist aber, dass wenn ich das Sechseck so mache, habe ich das ja rechts abgeschnitten und dann geht es auch nicht mehr. Oder geht sowas? Ah! Okay.
Lass mich rüber. Guck mal, voll gut voran, ey. 175. Ich glaube, wir haben mit 125 angefangen, oder? 50 Rätsel schon geschafft. Wenn's läuft, dann läuft's. Gibt nur den einen Weg. Das ist das Einzige, was mich richtig nervt. Und zwar bei den freien Spieltagen bekommt man nur eine Demo, in der es keine Kampagne gibt. Also es sind nicht so wirklich freie Spieltage. Das finde ich auch echt Quatsch, dass man es trotzdem so bezeichnet. Also entweder du kriegst das Vollversion für die Woche, dann sind es freie Spieltage oder nicht. Ja, ich muss sagen, dass bei sowas wie Anno Endlos Spiel sowieso meistens am geilsten ist. Ja, das ist halt echt. Also in gewisser Weise kann ich es verstehen. Und zwar, weil wenn du von irgendetwas eine Demo machst, interessiert das keine Sau. Also wann haben wir das letzte Mal groß mitbekommen, dass es eine Demo gibt? Und wenn ich aber mal suche, wie viel, weiß ich nicht, bei Xbox so, zeig mir mal Demos zu aktuellen Spielen. Es gibt von extrem vielen Spielen immer noch Demos. Und du kriegst davon nichts mit. Wenn die aber sagen, ja, wir machen hier freie Spieltage, wir machen eine Open Beta, wir machen Early Access, wir machen sonst was. Dann gucken halt die Leute hin, ne? Nee, alles ging. Nichts war eingeschränkt. Und es war sogar so, dass du ab einem bestimmten Punkt kam doch eine relativ feste Story dazu, was mich richtig gewundert hat. Was aber ziemlich cool war. Also du hast dann irgendwie ein bestimmtes Artefakt gefunden und dann ging es irgendwie darum, das irgendwie zusammenzusetzen und dann kriegst du halt so Quests, die dann quasi so Main-Quests sind und die keine Zeitbegrenzung haben und ja, schon ziemlich cool. Naja, insofern halt schon Demo, weil du kannst halt nicht alles spielen, also es sollte einem eigentlich, wenn man einfach sagt, das Spiel ist jetzt eine Woche kostenlos, dann sollte man das volle Spiel auch eine Woche kostenlos spielen können. Wenn ich jetzt Lust gehabt hätte, die Kampagne in der Woche durchzuspielen, dann finde ich, gehört das dazu. Aber ja, ich kann natürlich genau verstehen, warum sie es auch nicht machen. Also ich war schon ein bisschen... Naja. Ich war schon ein bisschen angefressen, als ich gesehen habe, so. Man kann offensichtlich nicht einfach irgendwie losspielen. Ach Gott, ey, das ist echt ganz schön schwierig. Das stimmt wiederum auch.
klar. Aber sie können ja dann, weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, wie das bei den anderen Free Playdays oder so ist, ob man dann explizit sagt, okay, nur Multiplayer oder sowas. Also sie könnten ja dann direkt dran schreiben, so, dass man das Endlosspiel ausprobieren kann. Ey, irgendwie stehe ich hier gerade auf dem Schlauch. Also wenn ich... Wenn ich... Das kann ich ja entweder nur so umgreifen. Oder so. Beziehungsweise ich kann das theoretisch auch mit dem... oberen, also ich könnte es auch so machen. Dann hätte ich die beiden abgedeckt. Ich brauche aber noch diesen einzelnen. Stimmt, es ist nur ein Vierer. Ich müsste das, wenn, hier machen. Ja. Muss eins früher rübergehen. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit dem Einzelnen mache. Den Einzelnen muss ich mit irgendeinem von denen noch verbinden. Wenn ich die alle zusammen mache, kommt da irgendwas Sinnvolles bei raus? Zwei rechts, dann drei Atom. Ach Gott, ja, natürlich. Wobei, nee, ich muss einen... Wenn ich so mache, geht's nicht. Weil dann habe ich hier wieder einen Fünfer. Ganz nach unten. Aber dann komme ich nicht wieder rüber, um noch einen Vierer zu machen. Nee, die müssen nicht zusammen sein. Also das links ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich kann es ja hier machen. Nee, Quatsch, funktioniert ja gar nicht. Hä, wie war denn das eben? Nee, es funktioniert doch nicht, weil das doch ein. Das sind ja nur drei, ich habe jetzt vier umkreist. Verstehe wirklich überhaupt nicht, wie man den Einer da in der Mitte hinkriegen soll. Wenn man den Dreierturm macht, ganz, ganz unten, also hier so. Dann ganz rechts einen nach oben. Links und dann... Nee, aber das links funktioniert aber trotzdem nicht, weil das... Also dieser Turm hier geht schon nicht. Weil wir haben nur einen einzelnen Klotz, was auf dem Zweier drauf sein muss und nicht zwei. Genau, die müssen waagerecht sein. Oder habe ich mich jetzt in irgendwas vertan? Aber wie soll man denn diesen Einer generell irgendwie hinkriegen? Das verstehe ich nicht.
Also die können auch woanders sein, ne? Hier war es ja auch so vier unten und hier die zwei Dreier oben drauf. Dementsprechend könnte man auch hier den Vierer bauen. Mit dem Einer unten und Zweier daneben. Ah. So? Nee. Der Vierer kommt dahin. Achso, nee, der Vierer kommt dahin, der Zweier oben drauf. Und der Einer ist jetzt einfach hier noch mit drin. So, oder? Achso, nee, warte mal. Dann wäre den ja nicht mit drin. Vielleicht von hier? Nee. Aber ich glaube, hier muss auf jeden Fall der Vierer hin. Anders geht's nicht. Wir müssen den aber noch mit einschließen, damit das halt funktioniert. Das heißt, es muss diese Figur sein, glaube ich. Und wie kriegen wir das hin? Achso, ja, klar. Also manchmal. Ja, genau. Okay, wir haben. Ach Gott, ey, das ist echt so. Das ist echt kompliziert, ey. Ja, es ist echt heftig, ey. Tada! Nur oben rechts den Vierer und links den Zweier. So, was haben wir jetzt? Da unten geht's weiter. Und hier haben wir aber noch eins. Rot heißt, dass es besonders einfach ist, glaube ich. Aber die können doch alle nicht miteinander zu tun haben, oder? Weil die zu weit weg sind. Die haben jetzt alle miteinander zu tun. Und die kann ich dann aber auch schieben, wie ich mag. Das heißt, hier kommt der Vierer hin. Hier mache ich den unteren. So. Nee. Nee, Quatsch. Nee, nee, links der Vierer. Achso, nee, kann ja nicht. Ach doch, weil die gehen ja nur drei so weit. Achso, und dann immer daneben einen. Ah, so rum. Ach Gott, wir haben schon wieder zwei Wege, ey. Ich hasse es.
Okay, aber kurz Pause, bevor wir diesem Weg folgen. Kleinen Moment. So, ich will meinen Schlauch ohne Abzweigung. Ja. Das haben sich die Entwickler bei Final Fantasy 13 unter anderem auch gedacht. So, heute war Wein im Angebot, deswegen habe ich gerade noch einen Wein aufgemacht. Wenn ich jetzt nicht mehr so lange spielen werde. Aber während man noch ein bisschen spielt, kann man ja Wein trinken. Dachte ich mir. Okay, da kommen wir zum Boot. Das Boot benutzen wir jetzt aber nicht. Okay. Hier geht's rüber. Ist da vorne noch? So viele Abzweigungen. Kommen wir so erstmal nicht weiter. Oder kommt der jetzt zu einem, wenn man hier steht? Ja, er dreht sich nur da nach links, ne? Ja, dreht sich weiter. Na gut, aber wir gucken uns dann erstmal da die Fähre an. Eine Fähre, Fähre. Das funktioniert nicht, oder? Der Einser da in der Mitte ist nicht machbar und wir können auch keinen Dreier dahin packen. Oder sind die hier ein bisschen schräg? Und das bedeutet, dass man die auch in einer Reihe benutzen kann. Wenn sie nicht ganz gerade sind, dass man die selber drehen kann. So ist es. Och Gott, die langsamsten Dinger der Welt. Och nö. Witzig, wie sich auch dieser Strahl spiegelt. Hier waren wir schon. Kommen wir aber erstmal so nicht weiter. Dann haben wir hier quasi eine Abkürzung aufgemacht. So, hier kommen wir so auch nicht weiter. Das Ding haben wir auf. Ja, eigentlich müssten wir dafür mal zurück. Wir gehen mal zurück. Damit wir da diese Wege aufmachen, sonst wird das hier ganz schön nervig. Mit dem hin und her.
war da hinten noch? Achso, da kommen wir her. Easy. Funktioniert das? Nee. Wenn der Vierer oben ist, dann ist er das hier. Okay. Ja, unfassbar. Also heute waren es hier 32 Grad. Ich habe schon wieder keinen Bock mehr. Mittwoch vorerst heißester Tag mit 33. Erinnere mich doch nicht daran. Es ist echt furchtbar. Ich dachte, wir hätten es gerade hinter uns. Naja. Biber-Smell? Was? Das musst du jetzt erklären. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Also okay, wenn ich jetzt dieses Ding hier rechts hin mache, das ganz oben links, das Dreier-Ding machen wir ganz oben links, dann hätten wir hier sowas. So, und dann haben wir unten noch die zwei Zweier, das heißt, das funktioniert nicht. So, das meinst du. Tobe riecht wie ein Biber. Darauf bin ich irgendwie nicht gekommen. Okay. Das heißt, das rechts, das Ding muss ich quasi eins hoch machen. Aber wo habe ich dann... Okay, also quasi so, dass das Dreier und das oben links dann das sind drei untereinander. Das sieht dann so aus. Ich verstehe nicht, wie ich da die Vierer, die zwei Zweier noch hinkriegen soll. Es funktioniert aus meiner Sicht einfach nicht. Ich weiß es ganz ehrlich nicht, ob die zwei einen Abstand haben müssen. Also, wir können es mal testen. Wir machen die jetzt mal nur so und gucken, ob sie rot blinken. Ja.
Ach so, die müssen in der Mitte sein von dem oberen. Dass wir dann sowas hier kriegen. Das ist jetzt quasi der ganz oben links. Ist oben links. Und der Vierer ist drumrum. Und jetzt machen wir das unten rechts noch. Füllen das noch. Mit dem Dreier. Das wäre mir unten rechts den Dreier. Dann so und dann so. Und links ist der Dreier. Oben mittig ist dieses L. Achso, muss aber so. Nee. Okay, alles falsch. Nee, nee, ein Abstand. Nochmal. Also der oben links, der sieht so aus. So. Der Dreier kommt jetzt noch hinzu. Das heißt, dann haben wir so. 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 Und jetzt kommen die zwei Zweier noch links und rechts dazu. Also meinetwegen müsste es stimmen, aber er meint nein. Mal gucken. Dreier unten links. Den mit den fünf Dingern oben links bis mittig. Glaube, die haben zwei Abstand. Oh, das. Also, es kann natürlich auch sein, ne? Moment, dann ich mach's nochmal so. Dreier unten links. Der kommt hier hin. Ach so. Dann müsste der Dreier natürlich in die Mitte. Ja, dann hast du recht, dann haben die zwei Abstand. Dann kommt. Also der kommt dann nach rechts. Nee, nee, der kommt weiterhin hier hin. Also der ist weiterhin hier. So. Der Dreier kommt jetzt unten in die Mitte dazu. Also das sieht dann. Nee. Das sieht dann so aus. Ne? Dreier unten links und der andere oben links. So, und jetzt kommen die Vierer. Kommen da mittig, links, rechts noch dazu. Das heißt, wir machen mittig jetzt hier noch zwei hin. Oh Gott, gehen das jetzt noch nach unten? Nee. Der oben links. Achso, der Dreier geht noch eins weiter unten, nach unten. Links, der Dreier, okay, und jetzt den Zweier hier noch dazufügen. Dann so. 7, 9 Felder müssen es insgesamt sein. Das sind 3 mal 4, sind da schon 12. 5, 9, nee, 12. Mir ist eins zu viel gewesen. Ach, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Moment nochmal. So, ne? Okay. Ja, hast recht, die hatten zwei Abstand, ey. Und nicht noch so selbstsicher. Nö, nö. Das ist höchstens einer. Ja, manchmal drehen die sich so halb und dann kann man sich aussuchen, wie die liegen. Okay, ich kann einen jetzt so rum machen. Den anderen so rum und dann habe ich hier ein Viereck.
Oh Gott, das bringt mich jetzt an den Rand meines räumlichen Vorstellungsvermögens. Die Lücken sind einfach Lücken, da kann ich nicht rüber. Sonst macht das keinen Unterschied. Das würde funktionieren, kommen aber nicht mehr zum Ziel. Sollte auch funktionieren, ich komme aber ja jetzt auch nicht mehr weg. Das geht nicht, weil die Endpunkte müssen immer an der Wand sein. Ach Gott, das ist ja furchtbar. Also hier oben kriege ich auch nichts, weil das ist dann, dann komme ich nicht mehr zurück. Ich muss ihn von irgendeiner Wand machen. Das heißt, ich kann ihn entweder nur. Also eigentlich gibt es gar nicht so viele Wege. Es gibt von unten. Komm ich nicht mehr weg. Es gibt den von links. Komm ich nicht mehr weg. Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, das von der anderen Seite aufzumachen. Gibt es noch von rechts? Ah!
Ach Gott. Ich überlege gerade, ob ich es überhaupt irgendwo zeichnen könnte, aber mir fällt nichts ein. Hier. Aber nicht drin. Ich weiß nicht, muss es drin sein, wenn man das eh legen kann, wie man will? Wahrscheinlich schon. Es muss ja mit zwei an den Rand kommen. Das heißt, es geht entweder so und nach oben. Dann kommen wir aber hier nicht mehr weiter. Ich glaube, das ist aber die Lösung. Man muss es nur irgendwie. Ach Mann, ich schick's nicht. Ach, wieso geht denn das nicht? Es wird ja kaum diagonal gehen, oder? Hier einmache, da einmache. Nee. Und tschüss. Hey Laguns! Erzähl ruhig. Ich bin an einem Punkt, wo ich zumindest einen Tipp gerne annehme, wie ich anfange. Aber kannst auch ruhig die Lösung sagen. Wäre auch in Ordnung.
Ich habe wirklich keine Idee mehr. Es muss ja irgendwo anschließen. Wenn ich von unten nehme, also gerade quasi drauf zugehe, dann klappt es nicht, weil wenn ich so rumgehe, dann bin ich unten genau bei der Lücke. Eins links daneben würde ich es ja immer noch erwischen. Da ist aber die Biegung, das heißt, es geht auch nicht. Von links, wenn ich direkt drauf zugehe, habe ich gleich das Problem, dass ich rauskomme bei der Biegung. Wenn ich das eins nach oben verschiebe. Ach Gott, da funktioniert's. Ach Gott. Okay. Danke, Laguns. Aber irgendwie habe ich es jetzt. warte mal, ich lese nochmal, um zu gucken, ob der, um deine Lösung zu kontrollieren. Nach oben bis zum Loch, dann die Form zeichnen. Aus. Oh, ja, genau. Ach Gott. Ich weiß auch nicht. Naja, wir haben ja zum Glück noch mehr davon. Also Vierer würde ich auf jeden Fall hier machen. Der kommt dann eins rechts davon. Das ist dann. Achso, hier komme ich nicht. Ach Gott. Das ist schon schwierig genug, das überhaupt irgendwie im Kopf zu formen. Aber dann noch irgendwie so, dass es auch passt. Und dann den Dreier noch da dran. Also im Grunde. Im Grunde, also langsam muss ich mir das echt aufzeichnen. Also 4 genau mittig. Dann das Ding da unten. Das von rechts drumrum. Und den Dreier links, dass es da ein Viereck bildet. Okay, es geht nicht wegen. Ja. Na. Was ich aber machen könnte, ist das so. Da habe ich Dreieck links. Hier kommt das Viereck. Der Vierer. Haben wir ja keinen Platz mehr. Ich glaube, der Vierer ist der einzige, der fest ist. Also hier kommt der Vierer hin. Weil sonst haben wir da zu wenig Platz. Wir müssen die anderen Dinger jetzt noch erreichen. Das heißt, 3 könnte genauso gut. Ja, die Frage ist, wie passt der Vierer dann jetzt noch rein? Also der unten hier. Könnte natürlich.
Naja, wir müssen die beiden Dinger noch treffen. Das heißt, der Vierer vielleicht hier rum. Ein Dreieck kommt dann da. Dann habe ich hier das Dreieck. Da der Vierer. Hier oben den Vierer. Nee? Achso, Dreieck, ja, eins weiter. Oh Gott. Also momentan ist meine erste Idee, dass der Vierer hier sowas macht. Der Fünfer. Der, dieser komische Tetris-Stein, der macht dann hier so. Dreieck passt nicht mehr. Du warst spät abends nach der Arbeit, ist echt eine Herausforderung. Ja, wem sagst du das? Wem sagst du das? Der könnte natürlich auch so hier aussehen. Kommen wir aber an die anderen nicht gut ran. Glaube, vorher hatten wir ihn falsch rum, ne? Der müsste ja so sein. Und dann kommt der hier noch mit dran. Jetzt haben wir in den Zweier nicht. Kann man sich sowas vorstellen? Sie haben jetzt so. Machen wir den hier noch mit dran. Den Zweier. Aber jetzt passt der andere Vierer da oben nirgendwo mehr. Oder? Geh mal von dem Vierer aus, dann kommt der so. Machen wir den Fünfer ganz unten links.
Dann geht er so rüber. Ach Gott, ich glaube, es fehlt. Reicht es, wenn du bei einen Bereich zeichnest, wo alle Formen reinpassen? Genau. Also die müssen alle. Also es reicht, wenn ich eine mache, wo alles reinpasst. Und wenn die so schräg sind, kann ich sie beliebig drehen. Also hier zum Beispiel links. Da habe ich quasi den Vierer, habe ich hier reingedrückt. Diesen Vierer von hier unten. Den habe ich hier so drüber gelegt. Und der Dreier kam hier in die Ecke. Und du kannst sie beliebig drehen und sie müssen nur aus einem Guss sein. Und du musst alle in der, so wie hier, die müssen in der entstehenden Form auch alle enthalten sein an ihrem Ort. Also ich kann sie jetzt nicht einfach nur frei zeichnen. Sie müssen nicht direkt am jeweiligen Ort sein, ne? Also zum Beispiel der hier hat ja mit dem Symbol direkt auch nichts zu tun, sondern liegt ja hier oben jetzt. Aber er darf nicht halt durch diese Linie vom Symbol getrennt sein, wenn ich ihn damit einzeichne. So gesehen, den kann ich erstmal völlig frei zeichnen und sagen, okay, der Vierer kommt hier hin. Der Zweier kommt jetzt hier drüber. Das jetzt noch hin? Ja. So. Und jetzt muss ich aber den Vierer so hinlegen, dass er die beiden letzten Symbole, den Fünfer so hinlegen, dass er die beiden letzten Symbole mit einschließen würde. Und das wird mir jetzt hier zum Beispiel nicht gelingen in dem Beispiel. Das ist halt so ein bisschen die Krux. Also ich kann zum Beispiel sagen, okay, der Fünfer kommt hier hin. Der Zweier kommt da jetzt so oben drauf. So. Und jetzt muss ich dafür sorgen, dass der Vierer noch mit reinkommt. Das wird jetzt hier nicht mehr klappen. Wobei, ich bin ja doof. Ich kann ja einfach zwei Dinger machen. Ach, Mann. Die müssen natürlich nicht in eins sein. Du kannst sie nur auch kombinieren. Aber es kann natürlich auch jeder sein eigenes Förmchen kriegen. Dann ist ja einfach, na toll. Der Laguns hat schon wieder alles gelöst hier. So, ich würde einen jetzt so hinlegen und einer kommt oben drauf. Dann habe ich quasi den 4x4 Dinger. Ja, gut, das wird hier nicht funktionieren. Und der hier unten ist halt nicht schräg. Das heißt, den muss ich wieder genau so platzieren, wie er da ist. Wenn der unten jetzt noch eingeschlossen wäre, würde es gehen. Gehen. Ah, die Dinger zu oben verschränken und dann oben als einen Achterblock.
Also die zwei Dreier-Dinger, die sind quasi zusammen ein Sechser-Block. So, wenn ich das untere 3x3 Feld das noch zuklöppel, dann kommt hier sowas raus. Und den einer machen wir einfach nur so. Da gibt es wahrscheinlich auch relativ viele Lösungen immer für, ne? Ich glaube, es wird abgepumpt. Ich muss ja echt sagen, ne? Ich weiß nicht genau, wie sie es machen. Das würde ich nur die paar Sounds sind. Aber ich finde, dieses Spiel ist tierisch atmosphärisch. Machen die richtig gut. Okay, das hatten wir noch nicht. Okay, das wird anscheinend so nicht funktionieren. Das heißt quasi, der löscht einen beliebigen Block, oder was? Okay. Das war dumm. Obwohl, nee, das hätte ja genau gepasst. Quatsch. Ja, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass da was Spannendes passiert, aber wahrscheinlich müssen wir einfach wieder nach draußen. Der blaue Strom ist an. Okay, jetzt wurde hier was abgepumpt. Okay, es leuchtet irgendwie rot. Das hatten wir aber schon. So, und so leid es mir tut, aber hier mache ich jetzt erstmal Schluss, weil es ist schon sehr spät und ich muss morgen früh raus. Ja, hat aber eine Menge Spaß gemacht. Es ist wirklich total spannend, ey, dafür, dass es echt ein sehr ruhiges Rätselspiel ist. Macht richtig viel Spaß. Und vor allem auch, was es für einen riesen Unterschied macht mit der Umgebung, ne? Also angenommen, wir hätten nur diese Rätsel. Vielleicht ein bisschen schicker Design noch, aber du hättest quasi wie so ein Handyspiel, so 2D, einfach ein Rätsel nacheinander. Ich würde es natürlich im Leben nicht spielen. Das ist schon wirklich clever gemacht. Also, ja, ich bin richtig begeistert. Das ist ein richtig tolles Spiel. Na dann, gute Nacht. Habt doch einen schöne Montagnacht. Hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche und ja, wenn alles klappt, dann sehen wir uns hoffentlich demnächst wieder. Und das Spiel ist in dem Moment abgestürzt. Kann es einen besseren Zeitpunkt geben? Ich weiß nicht. Na gut. Tschüss!